Wir hatten vorher abgemacht, dass keine Altpolitiker bei uns reden, vor allem nicht Peter Altmaier, der quasi die Klimaziele, die ihm halt am Arsch vorbeigehen. So Leute, ich muss heute so ein bisschen schnell reden, weil wir haben eine ganz schön volle Sendung und viel zu erzählen. Es geht um die Fridays for Future Demos. Das haben bestimmt einige von euch schon mitbekommen, dass gerade viele Schülerinnen und Schüler freitags eben nicht zur Schule gehen, sondern auf die Straße gehen, um zu demonstrieren. Und mein Gast heute, Franzi, die setzt sich auch für dieses Thema ein. Du organisierst ja die Demos hier in Berlin. Herzlich willkommen. Hallo. Magst du für die Leute, die vielleicht den Titel noch nicht kennen, mal erklären, was genau ist denn Fridays for Future? Was macht ihr? Ja, also wir sind Fridays for Future. Wir sind eine, nicht Organisation, aber wir sind halt einfach eine Gruppe von Menschen, die sich zusammengeschlossen hat. Nach dem Beispiel von Greta Thunberg, die ja freitags immer vor dem Parlament gestreikt hat oder demonstriert fürs Klima. Und diese Bewegung haben wir so ein bisschen übernommen, auch in Deutschland. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass ihr euch ausgerechnet den Freitag dafür rausgesucht habt? Also Wochenende stand quasi nie zur Option. Da wollen wir halt einfach so ein bisschen so zeigen, warum Lernen ohne Zukunft ist so ein bisschen das Motto. Und wenn wir am Wochenende streiken, wahrscheinlich würden dann mehr auf die Straße gehen, aber trotzdem wären wir dann nicht so krass in den Medien. Und wir wollen aber präsent bleiben. Wir wollen einfach jede Woche sagen, wir sind noch da, es verändert sich nichts, wir demonstrieren weiter quasi. Ist dir das schon mal passiert, dass du dann irgendwie mit Vorwürfen konfrontiert wurdest, von wegen, okay, eigentlich ist dir das Thema doch gar nicht so wichtig, du willst doch einfach nur nicht in die Schule gehen? Am Anfang war es auch so ein bisschen so, was gehen denn da so ein paar Schüler streiken? Einfach freitags, da haben die doch eigentlich Schule und so. Aber inzwischen sind wir ja so viele Menschen. Also ich glaube, bei der letzten Demo waren deutschlandweit irgendwie 25.000 wow. Schüler auch auf der Straße ja. wieder. Das einfachste Argument ist zu sagen, ich stand auch in den Ferien auf der Straße. Ich habe in den Ferien demonstriert ja. und ich stand da mindestens 3 Wochen bei -2 Grad und habe bei -2 Grad für eine bessere Klimapolitik demonstriert. Und ich glaube, wenn ich schwänzen will, dann habe ich sehr, sehr viel anderes zu tun. Das ist Franzi. Sie hat die Schnauze voll. Davon, dass nicht genug unternommen wird, um den Klimawandel aufzuhalten. Deshalb unternimmt sie etwas. Immer freitags, wenn eigentlich Schule ist. Wozu Bildung, wenn es keine Zukunft gibt? Gerade sieht's für Franzi nicht danach aus, als gäbe es eine Zukunft für ihre Generation. Denn das Klima spielt nicht mit. Autofahren, Tierzucht, Kohle verbrennen, Fliegen, überall entstehen klimaschädliche Gase. Gerade noch viel zu viele und deshalb erwärmt sich die Erde. Die Folgen davon sind ernst. Sehr ernst. ExpertInnen wissen schon ziemlich lange, gestoppt werden kann die Erderwärmung nur, wenn alle sofort anfangen zu handeln und weniger Treibhausgase ausgestoßen werden. Dafür braucht es klare Gesetze und Regelungen von der Politik. Fridays for Future, so heißt die Bewegung, zu der auch Franzi gehört. Denn überall denken junge Menschen so wie sie und gehen seit Wochen statt in die Schule auf die Straße und demonstrieren dafür, dass endlich Verantwortung übernommen wird. Hey Politik! Kümmert euch endlich um die Zukunft der Erde, damit wir eine Zukunft haben. Wir sind diejenigen, die jetzt groß im Thema sind. Wir sind diejenigen, die wahrscheinlich was verändern können. Und es passt halt ganz, ganz vielen Leuten nicht, dass ich als jetzt 15-Jährige dann ankomme und sage, ja, du machst da Quatsch, das funktioniert so nicht. Und ich das dann halt besser weiß. Und ich glaube, davor haben die so ein bisschen auch Angst. Es ist halt eher nur so dieser Unmut quasi darüber, dass sie versuchen, uns noch zu ignorieren, weil es halt anders nicht geht. Wenn sie unsere Forderungen oder das, was wir zu sagen haben, quasi anhören, dann sind sie so, wir haben keine Gegenargumente, aber trotzdem machen wir es nicht. Und dann müssen sie sich halt rechtfertigen. Und ich glaube, ja. das liegt denen halt nicht so. Hast du denn ein Beispiel für eine Forderung von euch, wo du gemerkt hast, okay, irgendwie werden wir hier gerade nicht so ganz ernst genommen? Am 25.01. waren ja Vertreter bei uns bei Peter Altmaier, also dem Wirtschaftsminister, der auch in der Kohlekommission war. Und in der Kohlekommission wurde ja dieser enttäuschende Beschluss gefasst, dass 2038... dass da halt das letzte Kohlekraftwerk abgeschaltet wird. Und wir hatten vorher abgemacht, dass keine Altpolitiker bei uns reden, vor allem nicht Peter Altmaier, der quasi die Klimaziele, die ihm halt am Arsch vorbeigehen. Dann hatten wir halt abgesprochen eigentlich, dass er nicht kommt. Und das hatten wir ihm halt auch so gesagt, mehrfach. Und dann kam er halt trotzdem raus und wollte was sagen. Und da waren wir halt dagegen. Und es war dann auch so ein bisschen so, warum kommst du raus? Wir haben mehrfach gesagt, das geht so nicht. Und nimmst du uns jetzt nicht ernst oder denkst du, du kannst hier trotzdem reden, obwohl wir hier 10.000 Schüler haben, die alle kein Fan von dir sind? Einfach total anstrengend, wenn man von der Politik nicht ernst genommen wird oder so. Ja, ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen. Und jemand, die das auch sehr gut kennt, das ist June. Sie ist das jüngste Mitglied im Abgeordnetenhaus. Und sie hat jetzt 3 Tipps für uns, wie sie denn trotzdem nicht die Lust verliert am Politik machen. 3 Dinge, die mir persönlich geholfen haben, auch im Politikalltag zu bestehen oder irgendwie auch aktiv zu bleiben
Und dabei zu bleiben war auf der einen Seite zu realisieren und mir auch immer wieder klarzumachen, auch immer wieder neu klarzumachen, dass Politik kein Hexenwerk ist. Wir reden bei Politik über sehr komplexe Zusammenhänge immer, aber das ist nichts, was man sich nicht erschließen kann und das ist nichts, was man irgendwie nicht sich aneignen kann. Und auch wenn man von einem Thema noch relativ wenig Ahnung hat, heißt das nicht, dass man nicht trotzdem eine Meinung hat. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich immer wieder bewusst macht, dass die eigene Position nicht weniger wert ist, weil man jung ist. Wenn Erwachsene mir blöd kommen oder so, ist es total in Ordnung und total gut und total wichtig und total richtig, dass ich hier bin und meine Meinung sage. Ich glaube, dass es total wichtig ist, dass man sich die Räume nimmt, die einem gegeben werden, sei das jetzt zum Beispiel Schülervertretungsarbeit oder sei das ein Gremium im Verein oder so, wo man ist. An meiner Schule gab es zum Beispiel damals die Diskussion über ein Handyverbot. Das war so einer der Auslöser, warum ich dann auch gesagt habe, ich engagiere mich und ich schließe mich mit anderen Schülern zusammen und wir arbeiten Argumente aus und gehen in die Schulkonferenz. Wir haben argumentieren können, warum das Quatsch ist und ein Verbot auf jeden Fall nicht weiterhilft. Aber tatsächlich ging es in der Debatte dann auch um Cybermobbing und um Probleme, die halt mit neuen Medien und digitalen Medien und damit, dass man im Internet, wenn man Sachen online stellte, die erstmal online sind, dass wir damit irgendwie einen Umgang finden mussten und haben so aber gleichzeitig das Handyverbot abwenden können und stattdessen gesagt, wir wollen lieber mehr darüber lernen, was es für Gefahren oder auch für Möglichkeiten gibt mit zum Beispiel Smartphones. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, nicht nur in die Räume zu gehen, die einem gegeben werden, die quasi von den Erwachsenen installiert worden sind, damit man sich da austoben kann, sondern dass man auch sich seine eigenen Räume nimmt. Zum Beispiel irgendwie Schulstreik macht und auf Demonstrationen geht und auch unbequem ist. Andere Leute finden das offenbar ganz, ganz schlimm, dass man sich hier für ein bestimmtes Thema einsetzt. Und das da, ja, zeigt ja auch, dass es einen Nerv getroffen hat. Tipp 3 wäre, schließt euch zusammen. Zusammen ist man stark und zusammen kann man Schlagfertigkeit entwickeln, die man alleine nicht hätte. Also zum Beispiel Dinge organisieren, die man alleine nicht schaffen würde. Das ist eine ganz wichtige Sache, weil man einfach zusammen in der Gruppe viel mehr schaffen kann und viel mehr Ideen hat und viel mehr auch Zeit und Lust oft auch. Und auch gegenseitig sich bestärken kann, wenn es gerade mal nicht so gut läuft. Wenn man zum Beispiel irgendwie Hasskommentare im Internet bekommt wegen einer Aktion oder so, das ist eine total wichtige Sache, dass man auch sich einen Raum nimmt, wo man einfach weiß, dass man für die richtige Sache zusammenkämpft. Was ist bei dir denn so die Motivation dahinter, dass du gesagt hast, hey, ich möchte das gerne machen, das Thema liegt mir am Herzen? Einfach formuliert ist es einfach unfair, von der Politik aus zu sagen, wir stärken jetzt unsere Wirtschaft und der Klimaschutz ist jetzt erstmal unter der Wirtschaft. Wir haben eigentlich alle eine Verantwortung, die Welt so zu hinterlassen, dass sie auch unsere Nachkommen halt noch so erleben können, wie wir halt. Ich finde es einfach schade, dass wir sozusagen als Jugendliche auf die Straße gehen müssen und diese Verantwortung zu übernehmen, weil viele von uns sind nicht mal 18 oder so, wir können nicht mal wählen und trotzdem müssen wir jetzt irgendwie da sein. Und ja, an sich ist das ja nicht unser Job. Das ist ja nicht eure, ja. Ihr habt jetzt ja nicht nur eine Demo gemacht, sondern ihr seid jetzt ja schon relativ lange dran an dem ganzen Thema. Was würdest du schätzen, so wie viele Demos braucht ihr noch oder wann ist denn so dieser Punkt erreicht, wo ihr ja eure Ziele umgesetzt habt sozusagen? Also wenn der Kohlekompromiss zum Beispiel erst 2038 stattfindet, wenn es keine Verkehrswende eintritt, dann werden wir diese Freitage, bis die Verkehrswende eingetreten ist, auf die Straße gehen. Wenn etwas passiert, dann werden wir irgendwann vielleicht aufhören. Also ich hoffe, dass wir aufhören können. Ich meine, das ist eine Sache von der Politik quasi. Wie ist denn so die Zielgruppe der Leute, die hinkommen darf zu euren Demos? Ich bin jetzt 24 und Studentin. Bin ich da auch noch willkommen bei euch? Ja klar, auf jeden Fall. Wir sind halt eine Initiative, die quasi von den jungen Menschen aus kam, weil es halt unsere Zukunft ist und weil wir halt auf diesem Planeten noch lange sein werden, also hoffentlich. Aber es kann jeder zu unseren Demos kommen, der auf jeden Fall für eine Lösung für den Klimawandel steht. Es kann jeder kommen, der für eine bessere Klimapolitik einsteht. Quasi jeder, der unsere Meinung und unsere Forderungen halt teilt. Aber es sind so viele Menschen auch auf unseren Demos, die zum ersten Mal politisch aktiv werden, weil sie halt einfach merken, dass es quasi ganz, ganz wichtig ist für die Zukunft dieses Thema. Und das hat gar nichts damit zu tun, ob man schon Vorwissen hat oder jeder, der kommt, hilft uns. Jeder, der kommt und uns unterstützt, übt mehr Druck auf die Politik aus. Und das ist ja das Wichtigste momentan. Du hast ja schon erzählt, dass ihr immer wieder auch größere Demos habt. Genau. Was ist denn so die nächste Veranstaltung, zu der man gehen könnte? Genau, die nächste große Veranstaltung ist morgen. Mhm. Also halt am 15.03. morgen. Zum Beispiel in Berlin um 10 Uhr startet die. Und wir werden auch in ganz, ganz vielen anderen Ortsgruppen dabei sein. Das findet man auch auf unserer Website fridaysforfuture.de oder ich glaube, es ist auch in der Infobox verlinkt. Genau, es ist auf jeden Fall in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei für den Fall, dass ihr auch gerne dort sein wollt. Ich glaube, wir haben auch hier irgendwo was. Ja, genau. Warte mal, wir haben Anschauungsmaterial hier versteckt. So, kriege ich den jetzt wieder raus. So, hier ist der Flyer für morgen, damit ihr ihn auch mal gesehen habt. Hier ist auch der Ort nochmal dabei, Invalidenpark um 10 Uhr. Okay, dann vielen Dank, Franzi, dass du da warst. Ja, voll gerne, voll schön hier. Und ich hoffe, ich sehe ganz, ganz viele von euch morgen auf der Demo.
Ja, ich fände es auch sehr cool, wenn ihr hingehen würdet. Wie gesagt, findet ihr alle Infos dazu unten in der Videobeschreibung. Und für den Fall, dass ihr es nicht schafft, dann werden wir mit dem Team auch extra dort sein. Und ihr seht das dann im nächsten Video am Dienstag. Falls ihr jetzt schon eine weitere Auf-Klo-Folge sehen möchtet, dann könnt ihr das hier. Und hier kommt ihr zur Funkfamilie. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.